Ja, als tätiger Internist im Spital ist die Zusammenarbeit mit Pflege und Sozialdienst für die Austrittsplanung des Patienten immer wichtiger. Hier haben wir mit neuen elektronischen Tools jetzt neu die Möglichkeit, dass wir diese Austrittsplanung eben gemeinsam auf einer elektronischen Plattform durchführen können und dass wir sehr viel Informationen so gewinnen, dass wir Transparenz schaffen, dass wir die Prozesse verbessern und somit eben diesen Transitionsprozess vom Patienten ins Spital rein, aber dann auch wieder aus dem Spital in die nächste Lösung elektronisch verbessern können. Also ich bin sicher, in den nächsten Jahren werden solche elektronischen Tools vermehrt eingesetzt im klinischen Alltag. Die helfen uns, effizienter zu sein, besser zu kommunizieren und schlussendlich Ressourcen freizusetzen für eine optimierte Behandlung von unseren Patienten im Spitalbereich.